Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ihr habt bestimmt eigentlich gar nicht erwartet, dass ihr nochmal mein Twine Peaks Sturmschild seht, obwohl ich bereits die 10. Sturmschildverteidigung solo gemacht und hochgeladen habe. Ist übrigens am Ende nochmal verlinkt für die, die es verpasst haben, weil ich denke, so, das war so der Höhepunkt überhaupt hier auf dem Kanal. Aber der Spawn Guide, der fehlt ja noch. Den habe ich jetzt gemacht für Plankerton, für Brutal. Und eigentlich habe ich häufiger gesagt, dass ich für Twine Peaks keinen machen möchte, weil die Karte, die ich euch jedes Mal im Setup-Video, wie ich die Solo-Sturmschildverteidigung mache, beziehungsweise wie ich sie aufbaue, ich habe euch ja immer diese Karte im Setup-Video verlinkt unten. Ich fand die Karte eigentlich sehr, sehr, sehr gut, muss aber sagen, ich habe häufiger in Livestreams das Feedback von euch gesammelt. Viele von euch finden die Karte viel zu kompliziert und ich kann auch an manchen Punkten verstehen, dass es, wenn man keinen Anschluss findet, die Übersicht schwer ist, was die Karte angeht. Deshalb habe ich sag mal, eine Karte gemalt, die zu 95% aussieht wie das Original. Die ist trotzdem wieder verlinkt unten, aber ohne diese ganzen Sonderschriftzüge und ohne diese roten Markierungen, die immer bedeutet haben, hier sind Wände empfohlen. Denn ich habe mich nie daran gehalten und es ging auch sehr gut ohne, wie ihr seht. Ich mache das quasi dann so, dass, ihr seht es ja schon, zum Beispiel ist trotzdem Spawn A1, A2 und A3, weil es halt wichtig ist, das so zu markieren. Und ich finde, dass der Ersteller der originalen Karte wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Deshalb nochmal Props an ihn. Ich weiß leider nicht, wer es ist, er hat nicht mal irgendwo auf der Karte einen Copyright-Namen angegeben und die Karte wurde so oft auf Reddit neu gepostet. Das ist wie originale Sachen im Urlaub kaufen. So, ich kann euch trotzdem so ein bisschen zeigen, was die aktuellen Spawns noch sind, beziehungsweise was die Spawns auch noch sind. Also fangen wir mit dem Sturmschild an. Sturmschild hier, permanenter Spawn des Sturmschilds. Ja genau, das ist noch eine Schwierigkeit, die kommt dazu, wenn ihr baut. Lavabälle, immer schön achten, wo die einschlagen, ein bisschen hin und her laufen. Permanenter Spawn ist immer hier, aus der östlichen Richtung und geht auch hier hinter. Das heißt, die Gegner werden auch hier lang laufen. Und deshalb habe ich hier zwei Eingänge auch gesaved. Ich werde euch nicht meine Fallentunnel neu zeigen, denn ich habe immer Setup-Videos gemacht, zumindest ab Sturmschildverteidigung 3. Die zweite habe ich nur die Verteidigung aufgenommen, weil ich dort erst mit YouTube angefangen habe. Deshalb kann ich rückwirkend nicht SSV1 und zwei Setup machen. Aber das ist sowieso komplett selbsterklärend, sobald ihr die Spawn-Map habt. Der Spawn im Norden ist ganz ätzend gewesen. Der ist nämlich hier drunter. Das heißt, man hat hier relativ wenig Platz, um hochzubauen. Und manche Gegner, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, sind auch hier von der Seite gekommen. Das heißt, die spawnen auch hier unten. Ist aber auch auf der Karte markiert. Dann haben wir den dritten Spawn. Und der ist exakt dort, wo der Verstecker B ist. Hier. Der ist natürlich auch schon nackt. Das heißt, die Gegner kommen hier diese Rampe hoch. Dort, da habe ich eine Wand gebaut. Hat funktioniert, die zu blockieren. Die sind alle hier hochgelaufen. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe das, glaube ich, in meinem SSV3 Setup gezeigt. Ich habe die Gegner alle hier runtergeschubst zum Geysir. Hat gut funktioniert. Spawn 4 des Sturmschildes ist exakt dort, wo Verstärker A steht. Das heißt, die Gegner haben auch diesen einen Aufgang nur sehr einfach zu verteidigen. Ich hatte diesen Spawn allerdings nicht bekommen und ich wusste auch nicht, dass sie hier spawnen können, wo ich die Karte benutzt habe. Dann haben wir Verstärker A. Tut mir leid, es wird ein längeres Video. Der hat nur zwei Spawns. Einer der Spawns ist einfach hier unten. Hier, in dem Bereich. Manche Gegner versuchen dann tatsächlich so außen rum zu laufen. Also nehmt euch in Acht. Und der zweite Spawn von Verstärker A ist hier unten. In genau dem Bereich, den mein Fadenkreuz gerade trifft. Also quasi die Kante. Da bis Verstärker C. Nur die können irgendwie, ich weiß nicht, ob es mittlerweile gepatcht wurde, aber sie konnten zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich die Verteidigung gemacht habe, nicht über die schwarzen Bodenplatten des Verstärkers laufen. Und der Sturmschild war ziemlich eng hier dran, also war es echt schwer zu bauen. Aber ihr seht das ja auch in der Setup- und Solo-SSV-Playlist, die habe ich euch auch am Ende mal verlinkt. Weil viele wussten gar nicht, dass es dann eine Playlist für gibt. Dann Verstärker B. Er hat auch zwei Spawns, der eine ist nämlich durch das Sturmschild blockiert und der andere ist durch die Lava blockiert. Spawnpunkt 1 ist dort, vor den Rampen. Ich hüpfe mal rüber und zeige euch das ein bisschen besser. Also hier in dem Bereich war ein Spawnpunkt von Verstärker B. Und dort vorne, die Treppe runter, ist auch ein Spawnpunkt. Ich stelle mich mal hier hin, dann kann man das viel besser sehen. Ist natürlich doof, weil ich habe ja noch gebaut von SSV10. Aber in diesem Bereich
und in diesem Bereich. Das bedeutet, die Gegner laufen rechts und links hoch und laufen dann straight auf Verstärker B drauf zu. Dann haben wir Verstärker C. Verstärker C ist ganz, ganz, ganz simpel gewesen. Der hat nämlich nur einen einzigen Spawn und der ist genau hier, wo die Holzdächer sind. Und hier natürlich auch die Steindächer. Ein ziemlich breiter Spawn, trotzdem sehr einfach, weil es ist nur ein einziger Spawn. Es gibt keine anderen Richtungen, aus denen die Gegner hier jemals gekommen sind oder kommen könnten. So, dann haben wir Verstärker D. Das ist der hier, das ist der hier ganz unten bei mir in diesem Loch. Auf der Map oben links. Beziehungsweise komplett westlich vom Sturmschild. Und der Verstärker ist ein sehr kritischer. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich dann die Karte quasi selbst geschrieben habe, weil viele Leute nach meinen Setups und meinen Solo-SSV die Verstärker in meiner Reihenfolge platzieren. Und der Kerl auf der Karte hat einige in derselben Reihenfolge platziert, es sind aber auch manche Buchstaben vertauscht. Deswegen habt ihr quasi hier meine Reihenfolge. Und hier ist der erste Spawn, der Gegner, von Verstärker D. Wichtig ist, pass auf, die laufen wirklich an der Seite durch, hier hoch und hier lang. Also hier, wo auch die Wand steht. Die Wand hat aber jetzt nichts mit dem Spawn zu tun. Und da gibt es noch einen zweiten Spawn. Verstärker D. Und hier unter mir ist ein Tunnel. Ich gehe jetzt einfach mal da durch. Und die spawnen wirklich genau auf der anderen Seite vom Tunnel. Genau dort, wo Verstärker I ist. Also bei euch wahrscheinlich noch nicht platziert. Habe ich erst in SSV10 platziert. Aber hier ist genau der Spawnpunkt dieser Gegner. Deshalb achtet darauf. Was ich gemacht habe, ich habe die hier oben lang geführt, ihr seht es ja im Setup-Video und durch den Tunnel. Durch den Tunnel müssen sie leider. Den kann man nicht vernünftig blockieren. Kommen wir zu Verstärker E, das ist mein Lieblingsverstärker, der ist ganz unten rechts. Der hat einmal einen Spawnpunkt im Osten, beziehungsweise einen Doppelspawnpunkt im Osten. Ja, moin, Lavabombe. Und zwar spawnen die Gegner hier, auf dieser großen Grünfläche. Ihr seht es, dass hier so eine Rampe drunter geht, daran könnt ihr euch orientieren. Und auf der ganzen Grünfläche spawnen sie. Und, lustigerweise, manche Gegner spawnen auch da unten. Das heißt, sie werden an den Palmen vorbeilaufen, da wo ich jetzt diese Steinplatten platziert habe auf dem Boden, da ist eine Rampe, wo sie hochlaufen werden. Ja, was ich für die Verteidigung auf der Seite ganz nice fand, ist einfach dieses Loch hier ausbauen mit jeder Menge Fallen und runterkicken, hat extrem gut funktioniert. Und dann haben wir noch einen zweiten Spawn, der ist im Süden. Wenn ich jetzt mal hier durchkomme. Ja, Moment, orientierungsmäßig, was darf ich euch zeigen? Genau, hier ist so eine flache Rampe, die geht echt zwei Felder weit runter. Und hier hinten ist so eine Steintreppe. Auf der Map sind wir jetzt ziemlich unten rechts auf der Karte. Hier spawnen die Gegner wirklich simplerweise genau dort im Lavaball. Manche spawnen auch hier oben auf der Treppe, also hier waren auch erbaute Wände. Und die spawnen auch ziemlich weit hier links. Also auch ein sehr großer, gefächerter Bereich, in dem die Gegner spawnen können. Gut zubauen und nicht zu nah dran bauen, nicht so wie ich, sonst gehen eure Wände nämlich kaputt. Dann haben wir Verstärker F, den ich leider nicht verstehe, weil, ganz einfach, wenn ihr genau in meiner Reihenfolge der Verstärker baut, dann ist es nicht möglich, dass Verstärker F angegriffen wird. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt des Ziels. Trotzdem zeige ich euch gerne die Spawnpunkte, die mir laut Information originaler Karte zur Verfügung liegen. Und das ist nämlich ganz simpel hier vorne. Die spawnen einfach nur im Westen. Die sollen tatsächlich einfach nur im Westen spawnen, die Gegner. Ich kann da jetzt leider nicht hin, ich kann euch nicht exakt zeigen, wo die Gegner spawnen, weil durch meine Verstärkerreihenfolge ist dieser Verstärker hier nie zum Einsatz oder ja zur Verteidigung gekommen. Wirklich kein einziges Mal. Ich würde es trotzdem nicht riskieren, ich würde trotzdem Verteidigung auf diesem Steg hier bauen, falls Epic Games irgendetwas ändern sollte. Ansonsten schreibt mir doch gerne mal rein, falls jemand genau meine Reihenfolge gebaut hat, wurde Verstärker F bei euch jemals angegriffen? Würde mich tatsächlich sehr interessieren. Dann haben wir noch Verstärker G. Der ist quasi der Nachbar von F. Und das war hier meine absolute finale Welle in Sturmschildverteidigung 10. Und es ist leider sehr schlecht zu zeigen. Ich wünschte, das Sturmschild oder der Sturmschild würde sich einfach unendlich erweitern, sobald man die 10. SSV abgeschlossen hat. Weil der Spawnpunkt ist, zum Glück habe ich ihn etwas markiert, genau unter dem Holzdach. Plus, in dem Bereich schlägt auch ein Lavaball ein, deswegen fehlt da jede Menge Dach. Das ist der westliche Spawnpunkt. Der Verstärker hat allerdings zwei Spawnpunkte. Und der zweite ist auch sehr schwer zu zeigen wegen dem Sturmschild. Genau dort, wo das Loch ist, von diesem großen Holzdach. Also da ist so eine Rampe, die geht runter. Och Mann, oh, wieso kann man das nicht vernünftig zeigen? Da ist auf jeden Fall eine Rampe, die geht runter. Und dort spawnen die Gegner. Ich kann das auch mal von der Seite einfach zeigen, damit ihr ungefähr wisst, wie ihr euch orientieren dürft. Verstärker G, Rampe 1, eine Ebene, Rampe 2,
und dann spawnen sie hier. Tut mir wirklich leid, aber Sturmschild lässt mich einfach nicht durch und ich kann nicht zurückgehen in mein altes Gameplay. So, das ist so ziemlich der ätzendste Verstärker. Nice, ich bin viel zu hoch. So, das ist so ziemlich der ätzendste Verstärker, der existiert im gesamten Spiel. Ihr könnt nämlich keine Spawns blockieren, indem ihr andere Verstärker platziert oder sonstiges, sondern ihr habt immer 3 Spawnpunkte. Und wir fangen jetzt einfach mal mit dem westlichen Spawn an. Ich gehe jetzt hier hoch, zack, also ich bin hier quasi hochgelatscht. Die Gegner sollen angeblich, sie sind leider bei mir nicht hier gespawnt, aber sie sollen hier spawnen. Hier ist so eine, wieder so eine breite Rampe, die hier runter geht. Orientierungsmäßig, ihr seid quasi hier, wenn Verstärker D da unten ist. Hier ist so eine Rampe halt, die hochgeht, der alte Spawn von Verstärker D. Und hier unten ist halt der letzte Verstärker-Spawn. Dann haben wir noch den nördlichen Spawn, der sehr, sehr kritisch ist, wenn man Solo spielt. Muss ich zugeben an dieser Stelle. Der Spawn ist tatsächlich auch sehr breit gefächert. Geht quasi, ja, von ist der Baum? Ja, von dem Baum aus. Bis hier ganz schön weit vorne. Und dann schließt er das Quadrat quasi in der Linie, in der ich laufe. Spawnen hier die Gegner alle. Das Doofe ist halt, hier kann man nicht vernünftig bauen und die Gegner werden definitiv hier drüber laufen, weil man hier eben nicht vernünftig zubauen kann. Dann haben wir noch den letzten Spawn der gesamten... Sache, also Verstärker, ist hier unten für die Orientierung. Und ich bin jetzt einfach hier oben am alten Spawn von Verstärker B. Ja, man sieht es, hier ist diese Spaltung, links hochlaufen, rechts hochlaufen. Und die Gegner können tatsächlich hier spawnen, in dem ganzen großen Bereich. Was auch erklärt, warum hier so viele Deckengasfallen sind. Und egal wie ihr baut, die Gegner werden links und rechts von diesem Steingebilde entlanglaufen. Deshalb empfehle ich auf jeden Fall hier auch, alles vernünftig zuzubauen. Und dann haben wir noch Verstärker H. Ich habe gerade beim Editieren gemerkt, dass ich ihn vergessen habe. Und zwar wirklich komplett vergessen. Das ist der Kollege hier unten am Lava, ja, an der Lavasuppe. Der hat 2 Spawns, wovon ich nur einen kennengelernt habe. Ich habe über den zweiten Spawn auch erst über die Karte erfahren. Und es ist hier so ein riesiger Berg. Man sieht es hier an der Klippe. Und hier unten ist so eine kleine Passage. Hier geht es auch wieder runter. Ihr seht es hier, mein Schatten, bergab. Und auf der Seite geht es auch bergab. Und hier ist ein Spawn der Gegner, genauso wie hier oben auf dieser kleinen Kante. Ganz wichtig, da müsst ihr aufpassen. Und hier vorne ist halt auch so ein Tunnel. Den solltet ihr zubauen, hier wo ich jetzt die Treppe platziert habe. Den solltet ihr zubauen, sonst kommen die halt durch den Tunnel gelatscht und einfach seitlich zu eurem Verstärker. Und der zweite Spawnpunkt, der soll genau hier oben sein, von Verstärker G aus bis zur Mitte der letzten Rampe hier. Der Spawn wird allerdings auch nicht aktiv werden, wenn ihr Verstärker G platziert, bevor ihr den da unten ans Lavabecken setzt. Gut, jetzt haben wir wirklich alle bequatscht. Und jetzt können wir wirklich zu der Spawn-Map gehen, die ich jetzt gerade angefertigt habe. Okay, jetzt aber wirklich angekommen hier. Ich nehme jetzt mal eine vernünftige Stiftfarbe. Ich bin hier noch in Photoshop drin. Es ist allerdings alles gespeichert. Und ich erkläre euch eben das Wichtigste, was ihr wirklich wissen müsst, falls irgendwelche Fragen aufkommen könnten. Ich nehme jetzt einfach mal die Farbe Gelb zum Markieren, weil ich das hier nicht verwende. Und ihr seht oben auf jeden Fall die Legende. Rote Markierungen, also diese Formen hier, sind der Spawn. Pinke Pfeile, also die pinken Markierungen, die ihr hier überall seht, sind die Laufwege der Gegner, die aus dem Spawn rauskommen. Und dann seht ihr hier was wahrscheinlich der komplizierte Faktor war an der originalen Karte, nämlich, falls jetzt zum Beispiel ein Verstärker einen Spawn blockiert. Nehmen wir das Beispiel Sturmschild. Wir sind jetzt hier am Sturmschild angekommen. Und wenn wir Verstärker A platzieren, was mein erster war, weil A ist der Start, dann haben wir Verstärker A platziert und dadurch haben wir diesen Spawnpunkt hier, der vorher da war, Spawnpunkt S für Sturmschild. Diesen Spawnpunkt haben wir durch den Verstärker, den wir hier platzieren, haben wir komplett eliminiert. So, das ist jetzt ein bisschen Kritzelei, aber ihr habt es verstanden. Der Verstärker, den man platziert, blockiert diesen Spawnpunkt. Danach kam der Schritt, wir haben Verstärker B platziert. So sind wir hingegangen, haben B hier hingesetzt und dadurch haben wir wieder 2 Spawnpunkte gelöscht, die unser Sturmschild angegriffen haben. Und das bedeuten dann immer diese Klammern, diese eckigen Klammern, das habe ich auch hier oben dazu geschrieben, Verstärker blockiert Spawn. Das dürft ihr dann so lesen, wenn ihr Verstärker H platziert, ja, diesen Verstärker, dann habt ihr hier einen Spawn mit den pinken Pfeilen und dann habt ihr hier einen Spawn. Wenn ihr allerdings Verstärker G platziert, also diesen hier, ja,
Dann habt ihr hier stehen H, G. Bedeutet dann wirklich, wenn ihr Verstärker H platziert habt, habt ihr zwei Spawns. Platziert ihr Verstärker G, dann habt ihr diesen Spawn, der mit HG gekennzeichnet ist, nicht mehr, weil der Buchstabe G hier drin ist und ihr Buchstaben G bereits platziert habt. Das sind immer die Spawns, die dadurch blockiert werden. Die Karte ist wieder zum Speichern und zum Download unten drin. Ich blende sie euch auch mal unverkritzelt im Fullscreen nochmal ein. Dann könnt ihr euch auch davon einen Screenshot machen. Hab gesehen, viele von euch machen sich einen Screenshot, anstatt es runterzuladen. Es geht natürlich auch, gut, wenn ich jetzt hier drauf rumgekritzelt habe, geht es natürlich nicht. Deshalb hier einmal bitte die volle Map. Und wenn ihr dann noch eine gewisse Frage habt, dürft ihr gerne die Frage stellen. Wichtig ist auf jeden Fall, ihr müsst die Verstärker nicht in meiner Reihenfolge platzieren. Allerdings, wenn ihr nach meinen Setups baut und nach meinen Solo-SSV, dann ist es schon empfehlenswert, diese Reihenfolge einzuhalten, weil ich beispielsweise, wie ich auch im Video gesagt habe, bei Verstärker F niemals eine Verteidigung hatte. Und von daher weiß ich auch nicht, was dort für Gegnertypen spawnen und sowas. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's weitergeholfen. Das ist überhaupt die Hauptsache und der Grund des Videos. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich.